Eine Pressekonferenz der ÖVP in der Vorwoche hat für Aufregung bei den Verhandlern der Gemeindefusion Kapfenberg-Baschluck gesorgt. Um Missverständnisse klarzustellen, haben jetzt Bürgermeister Manfred Wegscheider aus Kapfenberg und Bürgermeister Franz Jauck aus Baschluck einiges ins rechte Lot gerückt. Effektiv ist daran, dass wirklich also der Bürgermeister Manfred Wegscheider in Urlaub war und ich auf Urlaub waren und über die Presse mitgeteilt wurden, diese Anschuldigungen von der ÖVP, was nicht ganz richtig sind. Und ich hoffe, dass es heute richtig gestellt sind und dass wir weiterhin die Bevölkerung wirklich richtig informieren können und dass wir weitere Schritte machen. Also Ruhe und Besonnenheit sind wichtige Elemente bei solchen Verhandlungen. Und hier braucht es nicht Verunsicherung der Bevölkerung. In einem so wichtigen, sensiblen Bereich als wie Gemeindefusionierung, Kapfenberg-Baschluck. Groß, klein. Das heißt, hier sollte man nicht verunsichern, hier sollte man wirklich sachlich bleiben. Ich habe es der Sommertemperatur zugeschrieben, dass es so war, habe aber versucht, heute auf der sachlichen Ebene den chronologischen Ablauf der letzten Monate zu schildern und auch die zukünftige Entwicklung noch bis September, denn dann müssten ja die Entscheidungen gefallen sein. Und wenn man diese Sachfragen, hätte ich gesagt, behandelt, sprich, dass wir jetzt den Fragenkatalog heute übergeben haben, alle Abstimmungen zwischen den beamteten Vertretern in diesem Lenkungsausschuss positiv gelaufen sind, wenn die zwei Bürgermeister sehr positiv zu dieser Sache stehen, wenn wir jetzt tatsächlich noch einen Lenkungsausschuss im August einberufen, wenn wir uns einigen auf einen gemeinsamen Text für einen Gemeinderatsbeschluss einer Fusionierung und vor allem, und das Allerwichtigste, die Bevölkerung ins Boot kriegen, und das geht ja nur mit einer nochmaligen Bürgerversammlung, bei der man mich hoffentlich dann einlädt in Baschluck. Bei der letzten wurde ich ja nicht vom Bürgermeister, sondern von anderen ausgeladen, wo man also die Fragen der Bevölkerung nicht nur ernst nimmt, sondern auch beantwortet. Sind ja auch immer etwa gleiche, ähnliche, wiederkehrende Fragen, aber durchaus berechtigt. Dann steht meines Erachtens einer Fusionierung nichts im Weg. Es wird immer Personen geben, die dagegen sind. Trotzdem sollte man gerade für die Zukunft einen gemeinsamen Nenner finden und vor allem der Bevölkerung die Angst einer Fusion zwischen Groß und Klein nehmen. Und die beiden Bürgermeister sind optimistisch, noch vor 2014 zu einer Einigung unter Einbeziehung aller zu kommen. Ich bin voller Hoffnung, dass ich den Gemeinderat überzeugen kann, damit wir einen gemeinsamen Beschluss machen, dass dieser Zusammenschluss stattfindet. Wenn die Abläufe so stattfinden, wie ich sie vorher geschildert habe, dann bin ich durchaus überzeugt. Es wird immer wieder Störefriede geben, es tut mir nur leid, aber die Verhandlungspartner sind ja nicht die ÖVP Kapfenberg und die ÖVP Baschluck. Ich hoffe, die werden bei kühlerer Jahreszeit dann im September wieder, hätte ich gesagt, klarer denken und dann können wir gemeinsam diese Beschlüsse fassen. Und vielleicht kann man bis dahin auch über den Rand der Parteibrille hinausschauen und in Einigkeit die beste Lösung für alle finden. Denn dass etwas gemacht werden muss, das steht wohl außer Zweifel.